Also ich denke, jede Wahl hat was für sich. Und wenn man ein drittes Mal kandidiert, ist es schon was Besonderes, noch ein drittes Mal nominiert wurde, einstimmig von der SPD-Fraktion, Gruppe im Ort. Die erste Wahl ist meiner Meinung nach immer die leichteste Wahl. Da kann man erstmal den Menschen sehr viele Dinge versprechen, Anregungen geben. Wenn man wiedergewählt wird, dann sagen die Leute, hat er diese Dinge gehalten, was er versprochen hat. Und bei der dritten Wahl, da hat man schon die Kinder von der ersten Klasse teilweise fast bis zum Abi schon dann durchgebracht nach 12 Jahren. Da muss man Menschen gern haben und im Ort mit den Menschen fest verwurzelt sein, um dieses nochmal hinzubekommen. Und ich bin der Meinung, bei der ersten Wahl fängt man Dinge an, die man sagt, die möchte man entwickeln. In der zweiten Amtszeit passieren davon etliches, was abgearbeitet wird. Und jetzt sehe ich, in der dritten Amtszeit ziehen die Menschen dann definitiv noch nach Niederfelden zu, über das Baugebiet und so weiter und so fort, was wir geschaffen haben. Jetzt ist die Seniorenresidenz bezogen in Niederfelden. 8-Euro-Wohnungen stehen zum Teil zur Verfügung. Also man sieht die Dinge, die man angestoßen hat, dass sich da wirklich was entwickelt hat. Und darüber freut man sich einfach. Da will ich dann, dass das ein Kunstrasenplatz dann hinten dran wird. Das soll dann, das ist dann auch für die nächste Periode noch was, wo ich vorhabe, dass wir das gemeinsam mit der TSG hinkriegen. Wir haben einen sehr aktiven Sportverein. Jetzt machen die auch Kinderturnen und Jugendleichtathletik und alles wieder ist dann dabei. Und im Winter ist halt sehr schlecht. Der Platz ist im desolaten Zustand, der Trainingsplatz oder der Spielplatz. Und wenn es dann richtig regnet oder richtiges Siffwetter ist, also da kannst du ganz schlecht drauf spielen. Ne? Das haben ja die meisten Vereine. Jetzt. Genau, aber das ist auch was. Ich meine, wie ich hierher komme, ich weiß noch. Ja, da konnte man erst Monatsgehalt nicht mehr ausbezahlen. Aber ich sehe, wir hatten, wie ich angefangen habe, ca. 3.200, 3.300 Einwohner. Jetzt haben wir die 4.000 Einwohnermarke geknackt, was sehr wichtig ist, dass der Ort sich weiterentwickelt. Wir waren die jüngste Kommune im Main-Kinzig-Kreis. Das heißt, wir überaltern nicht, wir haben viele junge Menschen auch mit dabei. Das nächste ist, dass die finanziellen Rahmenbedingungen jetzt gut sind in unserem Ort. Wie ich hier angefangen habe, hatten wir unseren Kassenkredit komplett ausgelutscht und wir konnten im ersten Monat die Löhne nicht ausbezahlen. Jetzt haben wir solide Finanzen, was ja sehr wichtig ist, dass die Menschen wissen, wir können uns darauf verlassen. Und worüber ich natürlich glücklich bin, verschiedene Infrastrukturprojekte. Unser Neubaugebiet, wo ich gerade eben angesprochen habe, im Bachgange, wie man sieht, haben viele Menschen ein Zuhause gefunden, von nah und von fern. Es sind etliche Niederfelder Bürger auch umgezogen. Aber auch unsere Seniorenresidenz ist ein großer Erfolg. Das betreute Wohnen dort, da haben viele ältere Herrschaften aus unserem Ort ihr Zuhause gefunden, sind dort sehr glücklich. Der Teegutmarkt wird dort prima angenommen, hat bis 22 Uhr am Samstag offen. Der Pabat läuft jetzt gut, wir haben 2 Bäckereien, Vielfalt. Ich habe in verschiedenen Bereichen im Ort, sei es von der Friedhofssanierung bis ein anderes Ding, der Lindenplatz, der neu gestaltet wurde, ist, glaube ich, ein Highlight gewesen. Toilettenanlage auf dem Friedhof, was wir nicht hatten. Der Lindenplatz selbst, das Gebäude umgebaut zu U3 und zum Kindergartenbereich mit einem Raum für die Vereine. Also ich glaube, wir haben in den vergangenen 12 Jahren doch das eine oder andere für unsere Bürgerinnen und Bürger erreicht. Es ist ein Riesenvorteil, wenn ein amtierender Bürgermeister die Dinge, die er angestoßen hat, auch weiter fortentwickeln kann. Und was ich als einen sehr wichtigen Vorteil sehe, ich komme aus der Verwaltung. Ich bin Verwaltungswirt. Ich war vorher Kämmerer auch einer bayerischen Kommune, bevor ich hier Bürgermeister wurde. Und das Fachwissen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gerade im Ort unserer Größe ist es immens wichtig, jemanden zu haben, der sich auch mit den ganzen Dingen auskennt. Und das sehe ich als einen riesigen Vorteil an, das Fachwissen, das man eben hat. Jetzt mit der Einladung Kürbiskönigin kann man ja den direkt weitergeben oder den Stani Smog oder jemanden, ne? Ja. Weil ich brauche das nicht, ich gehe da hinten hin. Dazu kommt auch, ich kenne auch inzwischen die Menschen, ich kenne die Vereine, ich kenne die Infrastruktur
Und das ist auch ein Vertrauensverhältnis der Menschen dem Bürgermeister gegenüber umgekehrt. Die Menschen wissen genau, was wir im Vertrauen miteinander besprechen, bleibt im Raum. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen da jemanden sitzen haben, wo sie wissen, genau den können wir vertrauen und können mit unserem Problem immer zu ihm kommen und er versucht uns zu helfen. Immer wird es mir nicht gelingen, alle Probleme zu lösen, aber das ein oder andere Mal ist mir, glaube ich, in den letzten 12 Jahren doch gelungen, Hilfe zu leisten zu können. Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie am 8. Oktober mir Ihre Stimme geben würden. Mir macht meine Arbeit noch immer sehr viel Spaß. Ich brenne noch immer für Niederdorf-Helden und ich würde mich freuen, wenn ich die nächsten 6 Jahre dieses Amt weiter begleiten dürfte. Meine Verwaltung, die Kindergärten und der Bauhof werden alles tun für Sie, dass es in Zukunft unser Ort weiterhin so lebenswert ist, wie es bisher ist. Und ich bin mir sicher, gemeinsam mit unseren Vereinen und Alten und allen Institutionen vor Ort werden wir für unseren Ort gemeinsam sehr viel erreichen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich gemeinsam mit Ihnen die nächsten 6 Jahre für Niederdorf-Helden gestalten dürfte.